Der Straßenname unserer heutigen Hierzuland-Gemeinde wirft Fragen auf. Wir besuchen im Hunsrück im Kreis Birkenfeld Regulshausen. Das liegt am Nordrand des Truppenübungsplatzes Baumholder auf einer Anhöhe mit herrlicher Aussicht. Genau genommen ist Regulshausen ein Stadtteil von Idar-Oberstein. Etwa 1000 Menschen leben im Ort, den wir letzten Sommer besucht haben. Im alten Ortskern, da liegen die verwinkelten Gassen und Straßen. Eine davon heißt Auf dem Höschen. Oder heißt sie Auf dem Höschen? Wir fragen besser mal nach. Ja, das ist das Höschen, Auf dem Höschen. Platt sprechen wir den aus, Auf dem Höschen. Da fällt doch sicher mal ein T aus. Nee, Höschen ist eine ganz andere Region. Was der Name bedeutet, weiß keiner so genau auf dem Höschen. Es soll sich um eine Flurbezeichnung handeln. Hier wohnen die Ur-Regulshausener, Männer und Frauen, die den Charme der vielleicht ältesten Straße schätzen. Kamen sie immer mit an den Stall und reitet schon. Wir haben 1968 gebaut. Ja, das war gleich, man hat sich gut verstanden. Oben drüber war der Bauernhof. Vorm Haus ist eine Bank. Wir waren alle bei der Edith abends und dann die Männer haben ein Bier getrunken und wir haben Sprudel getrunken. Einer hilft dem anderen. Mit der Elke sowieso. Mein Sohn fährt jetzt in Urlaub und dann hat sie gesagt, wenn der nicht da ist und du musst nicht kochen, dann machen wir uns eine schöne Woche. Neben Helga Grob wohnen die Müllers. Wie lange er bleiben kann, es gibt nur für uns ein Irgendwann. Ellen Müller darf sich gerade über ein Ständchen freuen. Und wenn ich gehe, lass ich mein Herz bei dir, damit du spürst, was ich nur für dich fühl. Also ich freue mich immer, wenn er singt. Dann schnippel ich hier in der Küche mein Gemüse und die Tränchen laufen. Er hat mich mit seinem Aussehen betört. Also er hat halt einfach ausgesehen wie Roy Black. Ja, ich habe da noch eine andere Theorie. Und zwar lernten wir uns kennen und ruckzuck war sie schwanger. Und ja, wir haben uns halt verliebt und das ging bei der Musik im Baumholder leicht. Meine Frau hat sich damals älter gemacht, als sie ist. Ich war 16, als ich dann hörte, er ist 22. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ja, und ich bin 18. Das dachte ich, käme gut an. Und es kam auch, kam an, ne? Ja, ja, das kam schon an, das muss ich sagen. Jeden Abend um 6 läutet die Glocke am Gemeindehaus. Auf dem Höschen sozusagen der Hotspot. Hier treffen sich Frauenkreise, Männerkreise und Jugendkreise. Gerlinde Baumhardt wohnt gleich nebenan und kommt auch schon mit dem Schlüssel. Der zweite Sonntag im Monat ist Gottesdienst hier. Da wird dann Orgel noch gespielt im Gottesdienst. Das ist auch ein Klavier, aber das ist verstimmt. Das sind früher die alten Häuser, wo hier im Ort gestanden habt. Von der Straße hier sind auch welche dabei. Da oben das große Bauernhaus, Familie Schumacher. Bis in die 60er Jahre war hier auch die Dorfschule. Das bin ich. Das war kurz vor der Auflösung, wo wir noch alle zusammen waren. Schöne, fröhliche Menschen. Gelle, Gerlinde? Ja. Da glaubst du mir ein Küchenfenster. Gerlinde, gell? Ja. Gewesen auch. Ja. Nicht ganz so alt eingesessen ist der Bewohner dieses fröhlichen Hauses. Ernst Böhm ist vor 4 Jahren in Regulshausen gelandet. Ich habe das Haus geschenkt gekriegt von jemandem, der hier das als Ferienhaus hatte, viele Jahre lang.
Und ich hatte ihn vorher schon immer besucht und ihm geholfen. Und darum kannte ich die Nachbarn ein bisschen. Also war ich nicht ganz fremd. Fremd ist ihm auch die Fremde nicht. Als junger Mann ist Ernst Böhm dem Ruf des Bhagwan nach Indien gefolgt. Oh, das war die schönste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen. Ja, da sehen Sie, wie ich gewohnt habe, da in Pune. Naja, nachdem ich so gut eine Woche dort gewesen bin, das hieß Energy Darshan bei der Einweihung. Da drückt das dritte Auge und das ist halt praktisch so ein Energiebooster. Ah, das ist das Dokument meiner Einweihung. Ihr habt den Namen Swami Anand Sargam. Die Glückseligkeit der Himmelsmusik. Und Sargam, das ist die indische Tonleiter, Saregamapa. Und wenn ich sterbe, sagte er, dann werde ich lachen. In der Straße inzwischen Verwirrung. Frau Maus hat eben auf dem Foto das falsche Haus identifiziert. Im Esszimmer schon immer gedacht, das glaube ich mir nicht. Aus, aus. Ja, drunter siehst du da bei uns jetzt in der Bad. Ja, der Elektrokasten. Der Nachbar klärt gerne auf. Also das ist gar nicht Ihr Haus? Nee, eigentlich ist ganz neu für mich jetzt, Bernd. Ist es Ihr Haus oder was? Ja, ja, sicher. Die wollen es vereinnahmen. Das ist das Haus von Maus. Ja, genau. Und das ist das alte Haus von Fern. Ja, genau. Und schon wird es geklärt. Soll einer sagen, es sei nichts los auf dem Höstchen in Regulshausen.